Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir sind hier immer noch in Taiwan in der Wildnis jetzt unterwegs und laufen jetzt gerade zum nächsten Spot. Das hier ist normalerweise ein Fluss, der komplett voll ist mit Wasser. Jetzt ist aber gerade Trockenzeit und wir gehen jetzt, glaube ich, zur Ursprung dieser Quelle von dem Fluss. Also genau weiß ich es auch nicht. Aber nochmal ganz kurz zur Info hierzu. Hier hat ein Taifun gewütet und hat eine Brücke weggerissen. Deswegen ist jetzt hier so gerade mehr oder weniger Baustelle. Und ja, deswegen sieht es hier so aus, wie es aussieht. Ja, jetzt hier noch ein paar Hintergrundinformationen zu dem Gebiet, wo wir sind. Um die Biotope zu schützen, werden wir natürlich nicht den genauen Standort verraten, wo wir gerade sind. Aber das Gebiet wurde 2009 von dem Taifun Marakot verwüstet und durch eine große Anzahl von Erdrutschen wurden Dörfer, Böschungen, Straßen und Brücken zerstört. Den Rest der Brücke seht ihr jetzt gerade noch hier im Video. Das Gebiet wird aktuell ausgebaggert, um solche Schäden in Zukunft zu vermeiden. Da Taiwan aber jedes Jahr von Taifunen heimgesucht wird, dauert dieser Prozess leider sehr lange. Das Gebiet ist der Oberlauf von Taiwans westlicher Wasserscheide. Also normalerweise ist hier alles voller Wasser, außer in der Trockenzeit. Da ist es nur möglich, ja, wie wir halt durch dieses Flussbett durchzulaufen und an diese Stelle dazu gelangen. Außerhalb der Trockenzeit wäre es lebensgefährlich, dort lang zu laufen, weil das Gebiet halt in der Nähe von Taiwans Central Mountain Range liegt und dort Berge mit bis zu 3500 Meter stehen. Und ihr könnt euch vorstellen, was passiert, wenn es dort oben stark regnet und die ganzen Wassermassen durch diesen Fluss schießen. So Freunde, wir sind jetzt am zweiten Fangspot angekommen. Ey, es ist einfach traumhaft hier, ja. Ja, schaut euch mal selbst an. Die Stelle, wo wir uns jetzt gerade befinden, wurde von den Bauarbeitern weiter unten künstlich angelegt, also künstlich angestaut, einfach nur um zu verhindern, dass auch jetzt während der Trockenzeit, wo wir uns jetzt gerade drin befinden, dass wenn es mal stärker regnet, ja, die Baustelle mehr oder weniger überflutet werden könnte. Deswegen haben die hier diesen kleinen Staudamm errichtet, was natürlich für uns jetzt den Vorteil hat, dass wir auch in der Trockenzeit, wo wir uns jetzt gerade befinden, die Möglichkeit haben, uns die Fische hier an einem Spot mal, ja, genauer anzuschauen und rauszufangen und um euch das Ganze mal zu zeigen. Also vielen Dank an die Baustellenmitarbeiter, dass ihr diesen Damm hier errichtet habt. So, ich werde jetzt mit einer anderen Kamera filmen, die auch wasserdicht ist, weil mir das hier so ein bisschen gefährlich ist mit der Kamera. Und ja, wir zeigen euch jetzt mal, was hier abgeht. Ja, Newt, den ihr schon aus den anderen Videos kennt, und Andreas haben sich ein paar Netze geschnappt und ja, haben in den unteren Bereich mal geguckt, was sie da alles rausfangen. Was sie alles rausgefangen haben, das seht ihr dann gleich im weiteren Verlauf des Videos noch. Und was ich während der Zwischenzeit gemacht habe, das seht ihr jetzt hier. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal da rein und schwimmen mal eine Runde, oder? Kommt mit. Ja, ich habe euch währenddessen den oberen, tieferen und nicht so strömungsreichen Bereich abgefilmt. Und ja, was soll ich sagen, schaut euch mal diese wunderschöne Unterwasserwelt an und vor allem diese Masse an Fischen. Also ich war, als ich gerade das Videomaterial das erste Mal im Schnitt gesehen habe, echt überwältigt davon. Das sind Aufnahmen, die sehen aus wie aus einem Aquarium, aber nicht aus der Natur, oder? Was meint ihr? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Also hier oben waren auf jeden Fall überwiegend diese Taiwan-Bänderwerblinge, die Acrosochilos paradoxus. Und diese Drachenfischart, deren Namen ich nicht aussprechen kann, den Namen seht ihr jetzt hier eingeblendet, die, was wir schon im letzten Video gesehen haben. Das sind alles diese gestreiften Fische. Die mit dem durchgehenden Streifen sind Candidia pinctungensis. Den Namen seht ihr auch nochmal unten eingeblendet. Ein paar Gründeln habe ich auch gesehen hier oben. Und die Wassertemperatur lag bei 26 Grad. Wasserpflanzen habe ich überhaupt keine gesehen. Nur so ein bisschen Patina auf den Steinen war vorhanden. Und ja, die komplette Liste der Fische, die hier in dem Fluss leben, sowohl einheimische als auch invasive Arten, füge ich euch wie beim letzten Video hier unten nochmal als Ticker ein. Und packe sie auch nochmal in die Videobeschreibung, falls ihr nochmal irgendwie selber googeln wollt, was hier so alles drin rumschwimmt normalerweise. Ich werde die Aufnahmen auch nochmal in voller Länge am Ende des Videos als Bonus einfügen, weil ich finde, gerade diese Aufnahmen sind sehr inspirierend, wenn man zu Hause ein Biotop-Aquarium nachbauen will und ja, so ein bisschen mit Musik hinterlegt. Denke ich, ist das für den einen oder anderen bestimmt sehr, sehr interessant. Deswegen schaut unbedingt mal ganz am Ende vom Video, sind die kompletten Aufnahmen nochmal alle mit Musik hinterlegt, eingeblendet. So, und jetzt schauen wir mal, was die anderen beiden in der Zwischenzeit, ja, in dem strömungsreichen Bereich gefangen haben. Dieser Fluss trocknet aber nie ganz aus. Also kann ja nicht, sonst geht ja keine Fische. What is this? Du haben ja Weights hier noch decken darf, aber wir wissen noch nicht welche. Okay. Flossensauger. Flossensauger? Flossensauger, ja. Krass. Ja, da der Ton ziemlich mies ist von der Unterwasserkamera, spreche ich das gerade nochmal nach. Also hier sieht man nochmal ein paar Grundeln, den Namen seht ihr nochmal eingeblendet. Flossensauger, wie gesagt, gibt es dort in dem strömungsreichen Bereich. Das zeige ich euch gleich nochmal in den Unterwasseraufnahmen. Und ja, in dem anderen Behälter waren dann auch nochmal Flossensauger und Candidia pinctungensis. Das sind die mit dem Streifen, die da drin sind. Ja, wir werden am Ende nochmal uns alle Fänge genau anschauen und nochmal genau bestimmen. Aber jetzt schauen wir uns erstmal hier in dem strömungsreichen Bereich die Unterwasserlandschaft an. Los geht's!
So Freunde, dann gehen wir mal hier drunter tauchen. Ja, in dem Bereich da unten war es dann schon ein bisschen schwieriger zu filmen, weil die Wassertiefe so maximal 15 bis 20 cm tief nur war. Aber an Fischen hat man da auf jeden Fall einiges mehr an Grundeln gesehen. Die Patina auf den Steinen war auch ein bisschen mehr, man sieht halt viel mehr Grün auf den Steinen. Ja, und an Fischen sind da im strömungsärmeren Bereich unten, also das heißt strömungsärmer, ein bisschen weniger Strömung als halt in der vollen Strömung. Ja, mehr oder weniger viele von diesen Taiwan-Bänderbärblingen gewesen. In der richtig krassen Strömung, wo es dann so zwischen den Steinen war, hat der Newt mir mit seiner Unterwasserkamera dann noch mal ein paar Aufnahmen gemacht von den Flossensaugern. Ein paar richtig schöne Aufnahmen. Da sieht man, die sitzen halt wirklich voll in der Strömung, kleben an den Steinen und ja, ernähren sich da wahrscheinlich von der Patina. Auf jeden Fall sehr, sehr coole Aufnahmen. Vielen Dank nochmal an Newt dafür. Und ja, wenn wir jetzt so ein bisschen weitergehen in dem Bereich, da ist es halt wieder ein bisschen strömungsärmer. Dafür ist die Fischdichte wieder ein bisschen höher. Ja, ich habe euch auf jeden Fall auch nochmal am Ende von dieser Zone die Unterwasseraufnahmen alle zusammen, ja, in ein musikunterlegtes Video gepackt. Deswegen könnt ihr euch das gerne auch nochmal anschauen. Wie gesagt, am Ende des Videos gibt es die ganzen Aufnahmen nochmal komplett. Was ist da jetzt noch gefunden? Hier ist Rhinogobius Nantai. Nantai. Hier sehen wir jetzt nochmal kurz, dass Andreas ein paar Rhinogobius Rubromaculatus rausgefangen hat. Auch sehr, sehr schöne Tiere. Wir haben hier auch Krabben gefunden. Die eine snackt sich hier gerade die eine Larve, was wir da noch rausgefangen haben. Zwei, das sind zwei. Zwei Larven. Er hat sie beide in der Hand. Das ist ja krass, Süßwasserkrabben. Was sind das für welche? Weißt du das? Nee, weiß nicht. Vielleicht kann die ja einer von euch irgendwie identifizieren. Und wir messen mal an dem Biotop, wo wir die Flossensauger gefunden haben. Das 22 Grad noch. Die Wasserwerte. Hier ist es 22 Grad nach der Aufstauung. Und ein Leitwert von 264. Okay, und der Leitwert bei 264, also ein bisschen höher als oben bei der Aufstauung. Und kälter. So ganze 2,5 Grad. Okay. Dann gucken wir jetzt mal noch nach dem pH-Wert. Da hat uns die Firma Arca die Geräte zur Verfügung gestellt. Nochmal an der Stelle vielen Dank, dass wir hier messen können vor Ort. Und der pH-Wert von wieder 8,4. Okay, der pH-Wert ist praktisch gleich geblieben zu der Aufstauung oben. Ein bisschen höher, minimal. Okay. Also Leitwert von 252 und eine Temperatur von 24,5. Sehr gut, okay. Ja, das haben wir jetzt hier in dem Biotop gemessen. Aber es kommt dann sehr kalt Wasser. Genau. Also wir haben jetzt hier ein bisschen bedeckt und es hat auch leicht geregnet. Somit kommt einem das Wasser kälter vor, aber tatsächlich war es erfrischend und wunderschöner Ort hier. Was haben wir da? Flossensauger und zwei Barben, die wir dann noch bestimmen müssen. Den Flossensauger hat man, glaube ich, auf den Unterwasseraufnahmen nicht gesehen. Nicht gesehen, nein, die waren auch so schwer zu finden. Also er hat jetzt extra noch mal bestimmt eine halbe Stunde nach den Tieren gesucht, während wir gegessen haben. Und hat vielleicht 30 Stück gefangen. Okay. In der Zeit, ja. So, und hier seht ihr jetzt nochmal, wie versprochen, die gesammelten Werke. Wie gesagt, die Flossensauger, dann die Candidia pinctungensis, das sind die mit dem Streifen. Auf der anderen Seite dann die Taiwan-Bänderwerblinge, die Acrosochilus paradoxus und die Grundeln. Den Namen blende ich euch unten ein, den kann ich nicht aussprechen. Wie gesagt, das sind die Tiere, was wir dort gefangen haben, die verschiedenen Arten. Und natürlich werden auch alle Tiere, die wir gefangen haben, wieder ausgesetzt. Joshua macht das gerade. Weil wir wollen keine Tiere mitnehmen, weil wir noch mehrere Stellen besuchen. Jo Freunde, ich muss mal ganz kurz aus dem Videoschnitt einklinken an der Stelle. Und zwar habt ihr jetzt wahrscheinlich ja, im Laufe des Videos gesehen oder gemerkt, dass das Video ein bisschen unstrukturiert war und dass sehr, sehr wenige Aufnahmen von Überwasser in dem Video zu sehen sind. Das lag einfach daran, dass es, als wir in dem Spot waren, angefangen hat zu nieseln oder zu regnen und dass die Luftfeuchtigkeit extrem hoch war und ich einfach Angst hatte, um meine Hauptkamera mit ihr am zweiten Tag zu schrotten, weil die nicht wasserdicht ist. Deswegen habe ich da sehr, sehr viel mit der Unterwasserkamera gefilmt, auch sehr, sehr viel unter Wasser direkt gefilmt. Das folgt jetzt gleich noch im Anschluss. Nur, dass ihr versteht, warum wir da so wenig Videomaterial haben. Und ja, falls wir irgendwelche Informationen für euch vergessen haben sollten, schreibt es bitte gerne in die Kommentare. Wir tragen euch die auf jeden Fall noch nach. Und ja, wie gesagt, sorry, es ärgert mich selbst, dass wir da so wenig gefilmt haben. Aber es ist nun mal so, es war ja nicht das letzte Mal, dass ich in Taiwan bin. Das werden wir auf jeden Fall nochmal nachholen und dann hoffentlich bei besserem Wetter. Ja, wie gesagt, nur, dass ihr euch nicht wundert, warum wir da so wenig gefilmt haben. Das ist die Erklärung. So, jetzt gibt es noch ein paar geile Unterwasseraufnahmen von dem Biotop. Und bei den nächsten Spots haben wir natürlich auch geiles Wetter gehabt und haben wir auch noch mehr gefilmt. Deswegen, sorry an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und genießt jetzt noch die Aufnahmen von Unterwasser.
Viel Spaß dabei.